Hallo, ich liege gerade auf der Couch. Heute ist ein verrückter Tag, weil es ganz, ganz viel schief gelaufen. Und zwar, erstmal sind Mugi und Tesi gut angekommen und in Vancouver, und sie sind jetzt gerade auf dem Weg nach Vancouver Island. Und ja, ich bin gespannt, ob das alles klappt, was ich denen geschickt habe. Und ich sehe aus wie ein Pilzkopf. Egal, ich müsste bald zum Friseur, oder ich schneide es mir selber ab. Ja, wir sind dann rausgegangen und haben dann wie immer die Pferde rausgebracht und Libby schreit so, da ist irgendwie eine Regenrinne komplett abgegangen bei Ritzis. Oh, jetzt muss ich mir überlegen. Koppel, ich habe jetzt so das englische Wort im Kopf gehabt, bei Ritzis Koppel, und er ist auch schön drauf rumgetreten auf der Regenrinne, so, dann mussten sie es erstmal wieder vorne anbringen. So, dann, ach, ich höre gerade jemanden, wer kommt denn da? Kommt da wer? Nee, doch, ich dachte, da kommt Dingsbums, der Wauz. Ja, und dann ist ja, das Wasser funktioniert jetzt wieder, aber weil wir einen neuen Schlauch haben, der Schlauch liegt oberhalb, und auf dem Schlauch haben wir jetzt ganz viel Pferdeäpfel. Das heißt, das sieht auch mega witzig aus. Wenn man also auf Libbys Grundstück kommt, dann sieht das hier aus wie eine Puhparade, also wie eine Kackparade, weil überall Pferdeäpfel liegen. Und es geht auch hinter den Zaun, da mussten wir dann auch hinten rum, und das ist immer mega der Aufwand. Auf jeden Fall spannend. Und dann bin ich zurückgekommen, und dann war noch der Stall von Ritzi offen, aber er ist ein Glück nicht rausgegangen. Also ja, dann habe ich Shaman Stall ausgemistet und dann Kara, also von dem Mädchen, den Stall ausgemistet. Beim Ausmisten habe ich so gemerkt, da ist mir gerade was in den Rücken geschossen. Hexenschuss. Und deswegen liege ich jetzt auch gerade mit einem Wärmekissen auf der Couch, weil ich mich nicht mehr bewegen kann. Alte Frau. Ich hatte gestern und vorgestern habe ich ja Gartenarbeit gemacht, und das war wohl nicht so optimal für meinen Rücken. Und jetzt bin ich ja ausgenockt und liege auf der Couch und kann mich nicht bewegen. Scheiße. Egal. Mal gucken, wie es dann wird mit der Wärme. Ich werde meine Muskulatur jetzt ein bisschen entspannen. Ich bin ja da selber der beste Experte, was ich jetzt machen kann. Und ich werde auf jeden Fall nicht zum Arzt. Wir werden jetzt einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Und ja. Ja. Dann heute Morgen hat von Libbys einem Bruder, die Freundin hat Geburtstag, und die haben ihr Konzertkarten geschenkt und haben noch eine übrig. Und da gehe ich jetzt mit. Irgendwas mit Grease Band, also eine Band aus den 70ern. Das ist natürlich mega cool, da freue ich mich. Und da kann ich dann auch gleich meinen neuen Rock anziehen. Ich habe nämlich mir in einem Secondhand-Shop so einen Oma-Rock gekauft. Mega cool. Ist wirklich ein Oma-Rock, sieht auch aus wie selbstgenäht. Und ja, gestern, was ist gestern passiert? Gestern habe ich Shaman gestriegelt und gebürstet. Das mache ich ja jeden Tag, heute wahrscheinlich nicht. Wird er bestimmt traurig sein, ich auch. Gestern habe ich Shane gestriegelt, und sein Seil war zu lang, und er hat dann so geschabt, dann ist er mit dem einen Bein irgendwie so hängen geblieben und war total panisch. Und ja, das hat mir auch total leid, und ich habe ihn versucht zu beruhigen und das rauszumachen, ging aber nicht. Dann habe ich Libby gerufen, dann habe ich es nochmal probiert, dann ging es. Er war auch ganz aufgeregt, hat gezittert und hatte ganz doll Angst, und danach hat er erstmal zwei Morgen bekommen. Genau. Und es war also ganz aufregend. Der Film gestern, La La Land, ja, ist ziemlich kitschig. War an sich aber ganz gut. War jetzt kein Film, den ich mir nochmal im Kino angucken muss. Den werde ich mir mal wahrscheinlich auf der Couch irgendwie angucken, auf Deutsch. Aber ansonsten hatte der nicht wirklich Tiefgang. Aber an sich war es eigentlich eine schöne Sache im Kino. Ich habe auch ein Video gemacht. Ich stelle es nachher auch rein. Mal gucken, ob ihr seht, wie komfortabel man sitzt. Das ist wie in der Business Class im Flugzeug. Jeder hat so einen eigenen Sitz. Man kann die Sitze so lang fahren, die Beine lang machen, und also mega viel Platz. Total geil. Ja, und Tesi und Mugi, die sind jetzt auf dem Weg hierher, und wir holen die nachher ab.
Ich werde mir gleich nochmal eine Schmerztablette reinknallen, damit ich mich ein bisschen bewegen kann, wenigstens ein bisschen hier helfen kann und nicht den ganzen Tag faul auf der Couch liege. So, dann sehen wir uns später zu dritt oder zu viert. Wir Vibesen. Tschüss.